Herzlich willkommen hier zum Innovafon Pro Partner Talk. Heute zu Gast die Business Voice, der Ralf Ackermann. Hallo Ralf, schön, dass du dabei bist. Hallo Lars, freue mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne. Wie lange seid ihr eigentlich schon Partner bei uns? Erzähl doch mal ein bisschen was über Business Voice, über dich. Oh. Was macht ihr eigentlich? Was macht euch so besonders? Das fragen wir uns auch jeden Tag. Nein, wir machen zu nahezu 100% alles, was mit Sprachkommunikation mit dem Kunden zu tun hat. Wir haben uns fokussiert auf das Thema. Wir machen dort vom klassischen Telefonie-Thema bis hin zum Callcenter. Wir haben Alarmierungslösungen, was das Thema im Gesundheitswesen betrifft. Wir haben dort verschiedene andere Themen noch mit dabei, die wir dann mit als Add-on mit ausrollen können. Und ja, beschäftigen uns seit 6 Jahren unter anderem auch mit Innovafon. Ich würde sagen, auch doch recht erfolgreich. Mhm. Sind mit der Partnerschaft, was es angeht, auch sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Und es war damals für uns eigentlich, ja, ich würde sagen, der richtige und goldene Schritt, den wir getan haben. Weil uns dadurch Möglichkeiten entstanden sind, die wir vorher mit, sagen wir mal, herkömmlichen Telefonieprodukten einfach nicht hatten. Das muss man ganz klar sagen. Und die Anforderungen am Markt waren da, die wir abdecken wollten und die wir dann auch erfüllen wollten von Kunden, von Planern. Und da haben wir uns den Markt sondiert und sind durch glückliche Umstände zu Innovafon gekommen und haben dort das vorgefunden, was wir gesucht haben. Sehr schön, sehr schön. Ja, Kommunikation macht ihr ja schon ganz, ganz lange und wir beide kennen uns ja schon sogar von vor Innovafon-Zeiten. Sind ja beide mal Leute, die in der Kommunikation groß geworden sind. Und du hast ja eben schon gesagt, ihr habt ja vorher das Thema schon gemacht. In welcher Region seid ihr denn unterwegs und was für Kunden macht ihr denn so? Also wir sind hauptsitzmäßig, wir sitzen ja im Raum Baden-Württemberg. Dort sitzen eigentlich unsere Kunden. Wir haben da eine sehr regionale Tiefe zu den Kunden, gehen aber, sage ich mal, vom Kundenstamm her bis ungefähr Frankfurt, von der Ecke her runter zu Freiburg, wenn man so möchte, das Dreieck rüberspannen bis München. Kammerseelona hat man da auch diese bayerische Ecke mit dabei. Also, aber die Kernkunden sitzen natürlich in Baden-Württemberg, sehr regional, sehr kurze Wege, wie auch zu euch nach Sindelfingen, wo wir auch sehr glücklich drüber sind. Wir haben gerade mal eine halbe Stunde zur Fahrt, dann sind wir bei euch im Headquarter. Sehr schön. Ja, ihr kommt ja auch ab und zu mal rum, ne? Und manchmal ist die örtliche Nähe ja schon angenehm, wenn man mal kurzfristig was braucht. Kurzfristig was braucht, das hat man eigentlich auch schon regel genutzt, da hast du recht. Was aber natürlich auch ein riesen Vorteil ist an der Geschichte, ist das Thema mit dem Kunden. Die Kunden mit zu Innovafon zu nehmen, dort die ganze Sache zu zeigen, den Kunden eigentlich damit auch ein super gutes Gefühl zu geben, dass sie dort auch merken, dass sie bei Innovafon, wie bei uns auch, nicht nur eine Nummer sind oder einfach ein Kunde, sondern dass sie dort bekannt sind, dass die Interessen der Mitarbeiter für Innovafon, den Kunden für sich zu gewinnen, für das Produkt zu gewinnen, genauso groß wie für uns als Dienstleister. Und das ist schon ein wahnsinniger Vorteil. Das ist riesig. Also wirklich super. Und das ist ja beidseitig, ne? So in dem Business, in dem wir unterwegs sind, haben wir ja viel mit Unternehmen zu tun. Also mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, anonymen Unternehmen. Und ich gebe offen zu, ich persönlich mag das total gerne, wenn man ein Stück weit Nähe nicht nur zu den Partnern aufbauen kann, sondern auch zu den Endkunden. Und das ist natürlich räumlich da immer sehr schön, weil Innovafon kriegt ein Gesicht, Business Voice kriegt ein Gesicht und die Kunden haben eben auch Menschen und sehen, dass da hinten Menschen sind und wie sie funktionieren und wie sie arbeiten. Und letztendlich wird das Geschäft halt doch zwischen Menschen gemacht hinterher. Unbedingt, natürlich. Und das ist auch die Karte, die wir, sagen wir mal, jeden Tag und immer wieder spielen wollen, weil wir ja unseren Kunden und Mitarbeitern gegenüber uns verpflichtet fühlen. Wir arbeiten dort auch im Miteinander sehr offen. Also die Offenheit ist ein ganz großer Punkt, den wir hier haben. Jeder muss von vornherein wissen, was wirklich los ist, was Sache ist. Wir haben durchgängige Transparenz, was die von der Beratung über die Angebotsgestaltung, Umsetzung, Abwicklung, Installation, Dienstleistung im Nachgang und versuchen dann natürlich das Ganze mit Fairness noch zu umgleiten. Das heißt, wir haben überall das Thema, dass wenn es Probleme gibt, dass man darüber sprechen kann. Wir versuchen überall eine Lösung zu finden, so gut wie es geht. Meistens gelingt das natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Kunden oder auch dem Mitarbeiter, je nachdem, um welche Themen es natürlich letztendlich geht. Und das sind so mal unsere Hauptthemen, die wir als Business Voice haben.
Genau. Ihr habt ganz viel im Healthcare-Umfeld gemacht, wenn ich das noch so als Kundenklientel im Kopf habe. Ihr macht viel im Public-Umfeld, also habt viele öffentliche Auftraggeber auch. Was, Wir haben, wir wo, wo haben, seid ihr noch so unterwegs? wo sind wir sonst unterwegs? Also klar, Thema Healthcare scheint ein Schwerpunkt von uns, kommt aus meiner Vergangenheit. Ich war früher im Healthcare da schon unterwegs, in vorigen Firmen, habe da neulich einen kleinen Schwerpunkt. Wir haben im öffentlichen Bereich einige Kommunen natürlich als Kunden und wir bewegen uns im Bereich von Mittelstand. Also der klassische Mittelstand, Industriekunden, die 200 bis 500 Mitarbeiter haben. Das ist genau die Umgebung, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auskennen, wo wir uns super bewegen können, wo sich auch unsere Mitarbeiter wohlfühlen, wo die natürlich dann genauso, sage ich mal, mit dem Kunden auf Augenhöhe sprechen können und natürlich die Themen dort entsprechend adressieren können. Genau. Dann ist mir aufgefallen, ihr könnt auch mit anderen Großen zusammenarbeiten, also auch in Konstellationen, wo eure Größe mal nicht ausreicht, habt ihr ohne Probleme auch Erfahrungen mit anderen zusammen was zu realisieren? Wir haben auch das Thema, dass wir übers Partnernetzwerk greifen, dann natürlich auch gerne auf Innovafon zurück. Wir haben dort einige Partner, mit denen wir da eine engere Zusammenarbeit haben. Das heißt, einerseits greifen wir darauf zurück, wenn wir Hilfe brauchen oder wenn wir Installationen haben, die einfach weiter weg sind, um dort eine schnelle Hilfe und auch eine kostengünstige Lösung für den Kunden zu bekommen. Genauso gut arbeiten wir mit anderen Partnern zusammen, um dort natürlich dem Kunden hier bei uns in der Ecke, in der Inselregion, natürlich den bestmöglichen Service und Dienstleistung bieten zu können. Also da sind wir dann relativ sehr offen und wir schätzen auch dieses Partnernetzwerk untereinander, muss man sagen, das macht Innovafon sehr gut. Da ist die Partnervernetzung untereinander und da merkt man auch die Qualität, die die einzelnen Partner haben durch dieses ganze Schulungsprogramm, die ihr da auflegt, die Innovafon bietet. Weiß man genau, wenn jemand rausgeht, dass die Qualität, die da abgeliefert wird, dann auch stimmt. Genau, ja, und umgekehrt genauso. Wir haben ja einige Projekte, habe ich ja mitgekriegt, die ihr direkt begleitet habt. Das hat immer wieder Freude gemacht, auf unserer Seite zu sehen, wie ihr mit den Kunden umgeht, also wie ihr diese Projekte auch umsetzt. Also einmal A, angefangen von, du hast ja eben schon gesagt, Offenheit und Ehrlichkeit. Ihr verkauft ja nichts, was nicht geht. Also wenn irgendwas nicht geht, dann sagt ihr denen das vorher schon. Nee, das kann man sich zwar wünschen, aber das geht so nicht. Also, wenn wir Projekte zusammen umsetzen, dann weiß ich immer, das war vorher eine vernünftige Beratung da. Der Kunde weiß, was er kauft. Der Kunde, ne, hat nichts irgendwie versprochen gekriegt, was man hinterher dann irgendwie nicht realisieren kann. Und ihr setzt die Projekte einfach um. Das macht einfach immer Spaß, zu sehen, dass man hinterher auch zufriedene Kunden gemeinsam gebaut hat. Genau, ja, vor allem nicht bloß, dass man die jetzt gebaut hat, sondern dass man auch eine zufriedenstellende Zusammenarbeit für die Zukunft hat. Wir sehen es ja auch daran, dass die Kunden, die wir haben, dass die einfach auch über die Zeit immer wieder dann mit uns neue Projekte dann beginnen und dann neue Themen mit uns adressieren. Und auch, sage ich mal, Kunden, die wir jetzt schon haben, die einfach schon einen Tausch auch der Systeme mit uns durchgemacht haben. Sprich, die haben dann schon die zweite Generation von Telefonsystemen von uns und Kommunikationslösungen. Und sind nach wie vor bei uns und haben immer noch das Thema, dass sie auch gerne den Service in Anspruch nehmen, Serviceverträge abschließen. Also das ist ein ganz großer Punkt, wo wir hier haben, den wir uns dann, sage ich mal, auch schon auf die Fahne schreiben können und wollen. Ja, und das passt das Ganze natürlich mit euch super zusammen. Super. Ralf, ich danke dir für heute, für die Vorstellung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Ich hoffe, wir machen noch viele schöne Projekte zusammen. Für heute Ich sage ich hoffe, vielen Dank erstmal einen auch. großen Dank. Ich habe zu danken, Lars. Auch uns passt das, hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kann das Ganze immer und immer wieder wiederholen. Ich bin Gott froh, dass wir hier so einen starken Lieferanten und als Partner haben, mit dem wir solche Projekte abwickeln können. Dankeschön und bis Bitte bald, schön. auch an Bis alle bald. Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.